Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Mittwoch, 2.9. wieder online. Wir haben hier die kleine Pause wohl überbrückt und wollen uns heute wieder zu Wort melden und hier praktisch den Markt unter die Lupe nehmen. Speziell Euro-US-Dollar natürlich, der sich unlängst hier an den damals skizzierten Fahrplan hielt. Wir hatten hier die Tagestendenz zur letzten Sendung, bevor wir hier dann auch auf Pause gingen, beziehungsweise dann war es der Australdollar, aber die Sendung davor eben angenommen, dass hier nach diesem starken Hype bis Ende August hinein hier diese Konsolidierung erfolgen sollte und hier im Bereich 1.1155 ein guter Bereich ist für einen Boden. Also es ging nicht direkt hier weiter über 1.1455, sondern hier in Anführungszeichen der kleine Fake nach oben, dann die Korrekturkonsolidierung und dann jetzt hier mit dem Wochenstart, also mit dem Freitags-Close, beziehungsweise mit dem Tief vom Freitag 1.1156 nahezu touchiert dieses Level. Dann im Sonntag-Opening und mit Montag, dem Start in die neue Woche, ging es dann hier auch direkt im neuen Handelsmonat wieder nach oben. Und wir sehen hier im Tagesschartintervall, dass wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend nicht touchiert haben, aber oberhalb dessen und oberhalb dieses Unterstützungslevel 1.1155 eben nach oben aufgedreht haben. Und jetzt hier die spannende Frage: Wie kann es denn hier weitergehen? Letztlich hat Euro-US-Dollar die Chancen, von diesem Level ausgehend tatsächlich weiter anzusteigen. Die Kerze gestern war sehr bullisch, heute kommt ein Rücklauf und dieser kann sich hier bereits schon wieder in Kürze erschöpfen im Sinne dessen, dass der Preis hier wieder nach oben aufdreht. Man achte hier auf die Marke von 1,12, sofern es denn so tief zurückgeht. Wir haben hier auf jeden Fall gutes Potenzial, dass der Markt in diesem Bereich wieder nach oben dreht und hier eben das Widerstandslevel 1,1455 so rum. Zoome ich mal raus. Hier haben wir diesen Bereich 1,1455 nochmals attackiert, um dann eben hier signifikant nach oben anzusteigen und eine entsprechende Performance an den Tag zu legen. Wichtig, wenn es Rücksetzer gibt, sollten diese jetzt nicht mehr unter das Tief vom Freitag führen. Gerade 1,1155 ein wichtiges Level, da sollte der Preis nicht mehr drunter fallen und dann wäre hier sozusagen die Situation geklärt. Andernfalls, wenn es hier zu weiteren Rücksetzern kommt, das können wir uns im Stundenchart nochmal genauer anschauen. Hier haben wir das Level von 1,12, und sogar noch einen kurzfristigeren Aufwärtstrend hier zu skizzieren, beginnend vom 7.8., der hier in diesem Bereich läuft. Da haben wir auch hier diese Kerzen von gestern, vom Nachmittag. Hier soll das bereits in Kürze drehen. Wenn das misslingt, dann hat der Markt sicherlich hier weiteres Potenzial nach unten abzukippen. Dann wäre 1,12 eben das nächste Unterstützungslevel. Und wir sehen hier aktuell die Schwäche, die der Euro gerade an den Tag legt. Immer auch wieder in Verbindung mit den Indizes zu sehen. Gestern ganz schwacher Tag an den Märkten. Da konnte Euro profitieren, Euro-US-Dollar. Heute dreht sich das wieder ein Stück weit um. Aber die Situation, dass Euro-US-Dollar weiter anzieht, ist nicht von ungefähr. Und insofern kann man hier sich durchaus darauf einstellen, dass, wenn es hier im Bereich 1,1240, 1,12 zu einer Stabilisierung kommt, dass wir dann hier von diesem Level ausgehend beim Euro-US-Dollar wieder ansteigende Preise sehen. Das kann man nicht ausschließen und wäre insofern ein ganz interessantes Buying-Level, um auf eine Trendfortsetzung nach oben zu setzen. Denn wir sehen es hier im Stundenchart, der Move im Sinne der Gesamtmarktkorrektur, der dann hier eben im August Einzug hielt, war doch schon sehr, sehr ansehnlich. Es gab hier wirklich sehr, sehr große Preisspitzen. Und im Sinne der Konsolidierung, die jetzt natürlich unterhalb des 61er Fibonacci-Levels schon ein Stück weit ausgedehnt ist, war natürlich dann hier auch entsprechend zu erwarten, dass der Markt hier durchschnaufen muss. Aber jetzt hier sehen wir so eine Art Konsolidierungsphase nach dem Ausverkauf, nach dem Hype-Ausverkauf. Und jetzt hier ganz wichtig, dass der Markt eben wieder nach oben aufdreht. Unterhalb von 1,12 kann man sagen, Round Number, wären die Chancen eines weiteren Abfalls Richtung 1,10, 1,1030 als erhöht anzusehen. Dann müsste man mit den Tiefs hier vom August auch nochmal rechnen und 1,1035 ohnehin, das wissen Sie, wenn Sie die Sendung regelmäßig verfolgt haben, beziehungsweise Euro-US-Dollar ohnehin technisch auch immer mal wieder auf dem Auswertungsschirm haben, ist hier ein psychologisches Level, was hier vom Markt beachtet werden sollte, beachtet und wird. Gut, hier auf den Preisverlauf bezogen machen wir die Situation mal wie folgt. Nehmen das mal rüber. Wenn es unter 1,12, also 1,1155 speziell geht, dann haben wir sicherlich die 1,10 recht
schnell vor uns und dann kann es natürlich auch passieren, dass wir dieses Level breaken, unten ausbrechen. Dann wäre hier noch weiteres Verlustpotenzial gegeben. Aber wir halten uns mal hier in diesem blauen Tendenzfall. Kurzfristige Schwäche scheint kaufenswert. Und wenn die Bullen jetzt hier wieder aufdrehen, dann sieht es ganz gut aus, dass der Markt von diesem Niveau an dann doch wieder ansteigen kann. Und dann werden hier einige 100 Pips nach oben möglich. Also insofern hier Key Level erreicht, wird spannend, ist spannend. Und dann betrachten wir mal die Situation, wie das hier im weiteren Tagesverlauf weitergeht. Wir werden das gegebenenfalls auch nochmal schriftlich aufnehmen, das Devisenpaar. Und insofern bleiben Sie am Ball. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Restenmittwoch. Wenn Sie mögen, hören wir uns später beim JFD Live Trading TV, beziehungsweise dann in den schriftlichen Checks. Wir werden hier das nochmal eruieren, wie das mit der Verbindung funktioniert. Da gab es wohl heute auch einen kleinen Bug beim Start, soll uns aber nicht weiter stören. Wir fokussieren die Märkte und darauf kommt es an. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resthandelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.